Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Hunter Gain mit WOT. Ich fahre heute die Bedchat 25 Tonnen. Das ist der Tier 10 Medium der Franzosen. Ja, ich bin ja sehr oft mit den Rätsel 90 gefahren, Lorraine habe ich auch ein bisschen gefahren, dann habe ich die Bedchat geholt und freue mich schon auf hallo Sie! Play. Ich hoffe, ihr beliked dieses Video. Ja, Standarddaten, das Ding wiegt echt 25 Tonnen. Wie sagt man so, jeder Spieler macht irgendeinen Fehler. Ja. Ja. Daten zu diesem Panzer, er hat 30 Schüsse dabei, macht jeweils 390 Damage. Hat eine Reload-Time von 38,11 Sekunden. Und hat 5 Schuss im Magazin. Ja. Dann sehe ich den hier. Das hat jetzt kurz. Ja. Wir haben schon ganz gute Ziele rausgehauen. Leider einmal mit Lowlife gezogen. Was sehr blöd war. Und das war da. Ja. Daten. Es hat eine sehr scharfe Panzerung von Wanne 60, 40, 30 glaube ich oder 20 waren es. Und Turm 50, 40, 20. Nee, 50, 40. Gott sei Dank, Entschuldigung. Es hat eine Panzerung am Turm von 50, 20, 20. Okay, da hat er sehr Glück. Das Beste an diesem Panzer ist, mit dem Magazin, was er hat, ist er stärker wie ein T-57 Heavy und auch einen Arm X50B. Er ladet allerdings knappe 10 Sekunden länger. Hat aber dafür auch 5 Schuss statt 4. Durchschlagkraft im Millimeter sind 258 mit Gold 330, soweit ich weiß. Das Ding hat eine Genauigkeit von 0,38. Sichtweite beträgt 400 Meter. Ja, da hat er mich getroffen. Echt lustiger Treffer eigentlich. So. Die Bedchat hat einen sehr guten Sichtbereich und sieht auch sehr weit, um die Wahl zu sagen. So, jetzt kommt es was wir brauchen unsere Jagdpanzer 2. Da weiß ich nicht warum. Ich schreibe das im Clanchat und soll. Hab gefragt, warum denn? Fahr mal Blob. Jagdpanzer 2 zerstört WTWZ4. Erstmal lol. Na kommt schon, das ist jetzt echt ein bisschen blöd. Ich habe eigentlich gedacht, dass die Gegner gewinnen, weil die so gute Mannschaft haben. Weil die haben sehr viel Blau, sehr viel Grün, bla 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 bla. So. Ein Löwe mit voll Life. 383er. Ein Blindschuss. 2. 3. Vielleicht getroffen. Und ist da noch wenig Life. Und 1650 ein Magazin gemacht. Das ist ein voll Life-Löwe. Ich hätte mehr machen können. 1900 sind möglich. So. Wie ihr seht, ich habe jetzt schon 2 Magazine rausgeholt. Das sind 10 Schüsse. Ein Tipp an alle, die diese Bedchat im Gegnerteam haben. Denkt nicht, ihr prallt nicht ab. Zielt's. Ihr dürft nicht auf die Wanne schießen. Wenn die Wanne in einem gewissen Winkel ist, einiges abgeprallt. Versucht die Tortoise zu treffen, AT-15, Entschuldigung. Ja. Nicht so, wie ich es haben wollte. Eben schon so schön sagt. So, dass ich den T-30, 1650 live. Ich hab nur 4 Schüsse drin. Hab mir jetzt gedacht, ich erziele auf den T-50 Heavy, also. Ich hab's gesehen und gedacht, dann fahren wir aber. 421. 334. Angefackelt und. So. Und das von Arti, ja. Na gut, zum Glück nicht getroffen, weil es wäre nicht schön ausgegangen, das ist eigentlich von meiner Mannschaft. So. Eine Bitte, das ist echt unnötig, macht sowas nicht. Das mache ich selbst nie.
habe mal ein Team gehabt, da hatten wir irgendwas mit 14-0 und ich habe mich selber nicht umgebracht, ich habe gekämpft. Hier, und jetzt hat es hier auf. Das ist sehr blöd, das ist Betrug, das ist scheiße, das ist Schmarrn, das darf man nicht machen, das ist unnötig. So, wenn ich den GWN nicht so gerne reinziehen würde und. Schiebe detruiert! Aber auch schon. Ja, ich bin jetzt laut Daten bei einem Damage von 3000. Aber der gesamte Damage von dieser Runde waren 4000 Damage. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch einen Link geben zum Replay, wenn ihr es euch anschauen wollt. Das, was ihr da drüben seht, war echt lustig. Panther 2 und Jagdpanther 2 machen dann hier 7 fertig. Und ja, wir sind jetzt gerade beim Captain. Er steht 14. 6 würde ich jetzt überhaupt. Ja, sieht so aus. 14-6. Und ja, wir werden jetzt mal sehen, was passiert. So. Und 14-15-7. Aber gut Game. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch richtig viel Spaß. Have fun und roll out.